Schade, dass SpongeBob nicht hier ist, um das Gefühl zu genießen, dass SpongeBob nicht hier ist. Morgen! Manche Leute haben einfach keinen Geschmack in Sachen Kopfbedeckung. Babys auch schon? Entschuldigen Sie, meine Dame, aber wo bekommt man denn diesen komplett grässlichen Kopfschmuck? Wer hat das gesagt? Der Tintenfisch da unten. Ach so, ja. Den habe ich aus dem Abfalleimer. Plankton gibt zu jedem Krabbenburger einen umsonst dazu. Abfalleimer? Umsonst? Krabbenburger? Plankton? Gibt einen dazu? So, du verkaufst also jetzt Krabbenburger, hä, Plankton? Das siehst du ganz richtig, Thaddeus. Und zu jeder Bestellung gibt's einen Abfalleimer, Eimer, Helm umsonst. Willst du auch einen? Nein, alle anderen kannst du vielleicht hinters Licht führen in diesem Seekuhkaff, aber mich legst du nicht rein. Ich höre schließlich öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Was soll denn das nun wieder heißen? Das heißt, dass du Mr. Krabs eine Falle gestellt hast, weil du die Krone gestohlen hast, damit Neptun ihn einfriert und du endlich die Krabbenburger-Geheimformel in deine plumpen kleinen Flossen kriegst. Das warst alles du, ganz alleine. Aber du hast einen äußerst fatalen Fehler begangen. Du hast verhindert, dass ich mein Gehalt kriege. Und deswegen zeige ich dich an, und zwar bei der höchsten Behörde in diesem Gewässer, bei König Neptun. Na, darauf bin ich ja mal gespannt, Kommissar Klugscheißer. Die Helfer- und Steuerungseinheiten werden jetzt aktiviert. Ja, was? Was ist hier los? Was soll das? Schnappt ihn euch! Schnappt!